sagen, man hat ihnen angesehen, sie haben sich wirklich gefreut. Vom ganzen Herzen her. Ich flippe jetzt hier gleich noch aus, wenn sie nicht aufhören. Warum denn? Wie wahnsinnig vorbereitet? Weil das der Wahnsinn ist. Was heißt wahnsinnig vorbereitet? Ich war zweimal für einen Fernsehpreis nominiert und wir haben den Preis damals nicht bekommen. Und es hätte mir mal jemand sagen können, dass man... Einmal wird, als, nee, oder auch, dass man als Nominierter durchaus ja eine Chance hat, so einen Preis dann in Händen zu halten. Und wenn dieser Moment kommt, selbst wenn ich es gewusst hätte, hätte ich mich nicht darauf vorbereiten können. Da wird ihnen kalt und heiß und alles auf einmal. Mein Herr Beckenbauer hat sie ja ziemlich gelobt. Herr Beckenbauer, ja, wobei ich Herrn Beckenbauer genauso loben würde. Aber alle sind ja wirklich Fans von Ihnen und loben ihre Souveränität, ihre Professionalität. Es ist wirklich irre, wie Sie Ihren Job machen. Wie bereiten Sie sich darauf immer wieder aufs Neue vor? Ich meine, da sind ja auch Kerle, harte Kerle dabei. Ja. Ist ja nicht immer ganz einfach. Nee, aber je länger Sie arbeiten in dem Business, desto mehr haben Sie ja alles schon gehört. Und ich glaube, dass ich im Laufe der Zeit einfach gelernt habe, wie man auch damit umgeht. Also Dinge zum einen nicht an sich ranzulassen und zum anderen sich auch einfach mal über Dinge lustig zu machen, die man eh nicht ändern kann. Also ich habe einen Heidenspaß. Sehr gut, dann feiern Sie sich heute Abend. Sie haben es verdient. Dankeschön.